Hallöchen, liebe Leute da draußen. Ja, heute geht es um Audio-Interfaces und diese Dinger braucht man, wenn man sein Studio-Mikrofon irgendwie an seinen Rechner anschließen möchte und das mit einer möglichst guten Qualität. Ja, mein altes Setup ist irgendwie ziemlich abenteuerlich, denn ich habe mein Rode NT1A erstmal an einen Behringer Mic 200 Röhrenverstärker angeschlossen. Normalerweise würde es von da aus jetzt direkt in eine gute Soundkarte gehen, das habe ich allerdings nicht gemacht, sondern mir ein Xeni X QX 1002 USB Mischpult geholt. Das wollte ich erst über USB einfach anschließen, aber diese Dinger, diese Mischpulte haben so eine beschissene USB-Anbindung, das rauscht und kriechselt die ganze Zeit, also es geht überhaupt nicht. Das könnt ihr nicht machen, weswegen ich eben diesen Röhrenverstärker vorweg geschaltet habe, um dann ein bisschen ja, was Weiches, was Natürliches reinzubringen und dann wiederum von dem Mischpult nicht über USB, sondern mit dem ganz normalen Klinke-Ausgang dann in den Eingang meiner Soundkarte. Ja, und wie sich das Ganze anhört, hört ihr jetzt gerade, denn genau in dieses Setup spreche ich gerade. Das hört sich super cool an, auf jeden Fall, und auch jedes Review in 2016 auf diesem Kanal wurde mit diesem Setup aufgenommen. Ja, jetzt fragt ihr euch ja, warum wechselst du denn? Sieht doch ganz cool aus. Obwohl das eigentlich nur eine Notlösung war, ging mir das Setup irgendwie auf den Sack. Erstmal die Optik. Mir gefällt das nicht. Es sind einfach viel zu viele Regler. Ich brauche die alle gar nicht. Viel zu viele Kanäle. Das ist alles komplett Overkill auf dem Schreibtisch. Und auch dieser Behringer Röhrenverstärker macht zwar einen ganz guten Sound, wenn er auf Piano steht, komischerweise. Ich habe da sehr viel rumprobiert. Aber diese Regler da oben drauf, die sind so wabbelig, dass ich die ständig umstelle und jedes Mal quasi das Ding irgendwie neu einpegeln muss. Und jetzt ist auch letztendlich dazu gekommen, dass während der Aufnahme manchmal einfach komplett der Pegel leiser wird. Ich weiß nicht warum. Manchmal nehme ich 20 Minuten auf und es passiert nichts, wie jetzt zum Beispiel gerade schon 2 Minuten alles gut. Und manchmal, ja, ist es auf einmal plötzlich leise und ich muss alles nochmal neu recorden, was mich mega abfuckt. Und ja, ich habe die Lösung versucht, in irgendwelchen Treibern zu finden und so weiter. Das wird irgendwo ein Hardware-Defekt sein, dass auf einmal der Pegel runtergeschraubt wird. Ich weiß es, wie gesagt, nicht. Ich habe mir gedacht, Mensch, es ist Zeit für einen Neuanfang. Dieses Mischpult ist totaler Quatsch eigentlich, weil so ein ganz normaler British EQ oder eben das Ganze im Post zu machen, also sprich in meiner Videoschnittsoftware, macht viel, viel mehr Sinn. Ja, ich mache ja live nicht. Von daher brauche ich auch live nicht irgendwelche Frequenzen pushen oder dämpfen. Dieses Setup macht einfach keinen Sinn. Ja? Und deswegen habe ich was Hübscheres gesucht, was Einfacheres gesucht und was ich mir einfach hinstellen kann und es funktioniert mit einer ähnlich guten Qualität. Ja, und ich glaube, ich habe etwas gefunden. Und zwar habe ich mir mal das Focusrite Scarlett USB Audio Interface in der 2. Generation gegönnt. Ja, ist ein super simples Gerät, wird direkt über USB angeschlossen und hat dafür eine echt großartige Qualität. Also keine Störgeräusche, nur minimales Rauschen, vielleicht etwas mehr als bei meinem vorherigen Setup, aber auf jeden Fall kein Vergleich zu dem Behringer Mischpult, was ich vorher hatte. Als ich das über USB angeschlossen habe, war das eine absolute Katastrophe. Ja, also das musste ich über Soundkarte laufen lassen. Das hier geht problemlos über USB, was natürlich super easy ist, kann man mal eben ans Laptop anschließen oder so, hat auf jeden Fall seine Vorteile. Ausstattung ist auch cool, man hat 2 Kanäle, ihr könnt also ein XLR-Mikrofon zum Beispiel anschließen, wie ich das hier gemacht habe, aber man könnte gleichzeitig zum Beispiel auch eine Gitarre oder sowas anschließen, ne? Alles was über XLR reingeht. Dann haben wir einen Gain-Regler, da kann man einstellen, wie sensibel das Signal dann aufgenommen wird, ja, also meine Stimme. Und wenn das Ganze am Klippen ist, also sprich, wenn es komplett übersteuert, dann leuchten diese LED-Ringe in Rot und ansonsten, wenn alles cool ist, dann leuchten die grün. Finde ich sehr, sehr nett gemacht und ja, besser geht's da eigentlich nicht. Dann gibt es einen An- und Ausschalter, was auch sehr nice ist, das hatten die vorigen Geräte auch nicht. Und natürlich die benötigte 48 Volt Phantomspeisung, die ihr braucht, wenn ihr ein Mikrofon wie das NT1A habt, so ein Kondensatormikrofon. Da braucht ihr eben diese 48 Volt. Die kann man auch an- und ausstellen, je nachdem, wenn man vielleicht ein dynamisches Mikrofon anschließt, dann braucht man das, soweit ich weiß, nicht. Ja, was auf jeden Fall auch cool und kompakt ist, dass ihr das Monitoring direkt mit drin habt. Sprich,
Ihr könnt Kopfhörer anschließen, könnt darüber auch ganz normal Musik hören und das im PC als Audioquelle angeben. Aber ihr könnt auch live hören, was ihr gerade in das Mikrofon einsprecht und das dann entsprechend laut oder leise regeln. Ich benutze zum Beispiel gar kein Monitoring, weil ich offene Kopfhörer aufhabe oder gar keine Kopfhörer aufhabe und mir das vollkommen reicht. Aber wenn ihr geschlossene Kopfhörer aufhabt oder so und ihr das direkt selber hören wollt, vielleicht auch in Live-Situationen und so weiter, ist so ein Monitoring gar nicht mal so schlecht beim Rappen oder sowas zum Beispiel. Ja, also braucht man das, glaube ich, aber ich persönlich, mich stört das immer, deswegen mache ich das komplett clean. Ja, also Technik kann ich nicht meckern, ja, Ausstattung genau das, was ich brauche, keine 1000 Regler, keinen vielen Schnickschnack, ne, und auch optisch macht das Ganze auf jeden Fall was her, ja, also es ist natürlich rot, ne, was perfekt zu meinem sonstigen Setup passt, das ist so ein Aluminiumgehäuse, Alu gebürstet und obendrauf steht dann Focusrite, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr nette Optik, das hübscheste, was ich so bisher gesehen habe. Und ja, insgesamt Verarbeitungsqualität und so weiter bin ich auf jeden Fall auch zufrieden. Ja, wenn ich einfach nativ aufnehme, ohne irgendwas im Post zu machen, finde ich, klingt es ein bisschen dumpf. Für meine Begriffe werden die niedrigen Frequenzen ein bisschen zu sehr hervorgehoben, weswegen ich im Post, also sprich in meiner Videoschnittsoftware oder in meiner Audio-Software, je nachdem, wo ich halt gerade aufnehme, nachträglich höchstwahrscheinlich noch die hohen Frequenzen ein bisschen pushen werde, damit die Stimme einfach klarer klingt und nicht so dumpf. Ja, aber das muss dann jeder machen, wie er möchte. Wenn jetzt jemand mit einer hohen Stimme hier rangeht, wie zum Beispiel der Melf oder sowas, für den wäre das perfekt. Aber diese tiefen Stimmen sind meiner Meinung nach eh viel, viel schwieriger aufzunehmen, weil die Range einfach ein bisschen komplizierter ist als bei einer hohen Stimme. Also wenn ihr eine hohe Stimme habt, vielleicht freut ihr euch sonst nicht darüber, ich weiß es nicht. Ich hätte gerne eine höhere Stimme, muss ich ganz ehrlich sagen. Dieses Tiefe ist super kompliziert, ja, aber das ist ein anderes Thema. Ich bin auf jeden Fall super zufrieden. Ich habe den Bong erstmal noch aufbewahrt, ja, und es könnte aber darauf hinauslaufen, dass ich es behalte. Ja, ich wollte es eigentlich nur ausprobieren und wieder zurückschicken, aber der Kompromiss ist so cool, dass ich sage, ja, mein altes Setup, das werde ich jetzt wieder verkaufen und werde einfach dieses ganz simple Setup hier nehmen und gut ist. Ja, schreibt doch mal in die Kommentare, was sagt ihr zu der Qualität und so weiter, was gefällt euch an Mischpulten, was gefällt euch an Audio-Interfaces, was benutzt ihr für Audio-Interfaces und so weiter. Oder sollte man sich vielleicht gleich ein Mikro holen, was direkt an USB angeschlossen wird. Da gibt es ja mittlerweile auch ganz viele. Rode NT1 USB zum Beispiel ist ein geiles Mikrofon, ne? Aber ich habe jetzt halt nur mal das NT1A und wollte da nicht komplett umstellen. Oder das Podcaster habe ich mir auch schon mal gekauft, wenn ihr euch erinnern könnt. Ich habe schon so viel ausprobiert. Ich habe komplette Kompressoren mal gekauft und die hier aufgestellt. Das hat irgendwie alles nicht so gut funktioniert. Ich bin da immer auf einer Reise, die wahrscheinlich nie enden wird. Ja, und damit entlasse ich euch zu diesem Schwall. Ja, und diskutiert gerne in den Kommentaren. Super spannendes Thema. Ich habe nur niemanden, mit dem ich darüber reden kann. Deswegen mache ich das mit euch. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Eine Review gibt es, glaube ich, als nächstes. Peace. Hallihallo, was geht ab? Das ist eine grüne Sache. Super, 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 super. Grün, grün, Licht, leuchte grün. Ja, du leuchtest so toll grün. Das sieht super aus fürs Video. Klasse.